In Istanbul haben tausende Menschen gegen die Verurteilung eines Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdogan wenige Monate vor der Präsidentenwahl demonstriert. Die Demonstranten schwenkten am Donnerstag vor der Stadtverwaltung türkische Fahnen und skandierten Parolen gegen Erdogans AK-Partei, während patriotische Musik aus Lautsprechern erklang. Ein Gericht hatte den beliebten Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zu mehr als 2 Jahren Haft verurteilt und ihm die politische Betätigung untersagt. İmamoğlu selbst führte das Urteil auf seine politischen Erfolge zurück. Das Urteil vom Mittwoch, etwa 6 Monate vor der Präsidentenwahl, erging wegen Beleidigung von Amtsträgern. Der CHP-Politiker İmamoğlu hatte bei der Istanbuler Kommunalwahl 2019 die Wahlleiter als Narren bezeichnet. Das Urteil muss noch von einem Berufungsgericht bestätigt werden. Der Istanbuler Bürgermeister gilt als wichtigster Bewerber der Opposition bei der Wahl. Offiziell gibt es noch keinen Spitzenkandidaten. Der Ausgang hängt davon ab, ob es der CHP und anderen Oppositionsparteien gelingt, sich auf einen gemeinsamen und auch chancenreichen Kandidaten zu einigen.